Punk. Schön euch. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach. Und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Was braucht ihr?
Oh!